Was mir nicht so taugt, sind Brettspiele. Ich bin da nur ganz selten motiviert. Ist mir scheißegal, wenn du mich beim Mensch ärgere dich nicht kurz vorm Ziel einfach raushaust. Mei, dann fange ich heute nochmal von vorne. Passt schon. Und wenn ich bei Monopoly in deinem bläden roten Hotel auf deiner geschissenen Schlossallee übernachten muss, ja, dann nimm heute die Kohle. Ich hab die 4 Bahnhöfe, wir sehen uns. Oh, bei Risiko hab ich auch grad die Armeen, von denen du alle Länder befreien sollst. Dann sieg ich heute kein Land nicht. Glückwunsch, ich gönn's dir wirklich. Wenn du beim Schach meine Dame mit einem Bauern schlockst, so what, das juckt mich nicht. Du legst bei Uno a +4 Karten auf a +4 Karten und ich muss 8 Karten ziehen. Das macht mir gar nichts, das ist mir völlig wurscht. Und wenn ich bei Kniffel den Kniffel streichen muss, that's life. A 14er Chance ist auch nicht schlecht. Aber es gibt Ohrspui, da mag ich nicht verlieren. Da darf ich nicht verlieren, weil das nimm ich persönlich. Weil da gibt's einen Gegner, mit dem bleib ich unversöhnlich. Ich mag bei Obstgarten nicht gegen den Raben verlieren. Ich mag bei Obstgarten nicht gegen den Raben verlieren. Ich mag mein schönes Obst nicht an den Raben verlieren. Ich mag auf gar keinen Fall gegen den scheiß Raben verlieren. Krabbe, krabbe. Krabbe, krabbe, krabbe. I'm afraid of the raven. Krabbe, krabbe, krabbe. Wie lang soll man noch warten? Wir wollen endlich losstarten. Wir haben unsere Körbe und gingen jetzt in Obstgarten. Aber nein, Puzzleteile und der Rabe ist komplett. Äpfel, Pflaumen, Birnen, Kirschen, alles ist gnadenlos verreckt. Wir haben nicht oft genug den Korb gewürfelt. Und am Muscle haben wir auch keins gehabt. We're afraid of the raven. Wir haben echt Schiss vor dem Raben. Obstgarten, wer's nicht kennt, ein wunderbares Würfelspiel, bei dem man miteinander spielt und Obst sammelt. Rote Kirschen, grüne Äpfel, gelbe Birnen, blaue Pflaumen, das ist eine hochpolitische Situation. Rot-grün-gelb ist die Ampelregierung und dazu die Pflaumen von der AfD. Hey, Chorkind mag die Pflaumen, aber die kehren halt momentan leider dazu, hoffentlich nimmer so lang. Und dann gibt's nur den Raben, der sitzt uns im Knack. Und der Rabe kann eine Pandemie sei oder Inflation. Der kann eine Flut sei oder Hitzewelle oder Erdbeben. Der kann der Putin sei oder Energiekrise oder sonst was. Und die Ampel wollte eigentlich eine Girlande sei und eine Gartenparty schmeißen für Deutschland. Aber wir so oft, krabbe, krabbe. Gerade wenn man meint, dass man glücklich ist, kommt von irgendwo ein Rabe daher. Und die Pflaumen lauern ah. Aber wir müssen trotzdem weiterspulen. Wir müssen immer weiterspulen, weil sonst haben die schon gewonnen. Wir müssen weiterspulen ohne Angst. Don't be afraid of the raven.